Ja, hier gibt es Plüschklöße. Wir sind in Thüringen. Ja. Was, deswegen gibt es Klöße. Warum finden Thüringer Klöße so geil? Die schmecken halt gut. Ich bin Thüringer, ich muss das wissen. Ja, welche magst du am liebsten? Mit Kartoffeln, mit Semmeln oder wie? Mit Semmeln, das sind keine Klöße. Nein? Nein. Liebe Bayern und liebe Bayerinnen, postet hier drunter, ob das keine Klöße sind. Nein. Die müssen aus 100% Kartoffeln sein. Ja. Was für Kartoffeln? Weich kochend oder mehlig kochend? Oder? Halb-halb sind die besten natürlich. Also halb-halb bedeutet halb mehlig kochend, halb fest kochend? Nein, halb rohe Kartoffeln und halb gekochte Kartoffeln. Und die mehlig oder fest kochend im kochenden Teil? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche da die besten sind. Also wahrscheinlich würde ich Festkochende nehmen, weil die Klöße dann besser kleben und nicht so auseinanderbröckeln. Warum müssen die kleben? Wofür ist das wichtig? Weil sonst wären es ja keine Klöße, sonst wird es Kartoffelbrei. Ja. Was passt am besten dazu zu Klößen, außer Rotkohl? Was kennt jeder? Pilze. Pilze, was für Pilze? Champignons zum Beispiel. Lecker. Selber gesammelt. Ja. Wie überbrückst du, wo sammelt man die denn, Champignons? Im Wald, im Thüringer Champignons, Wald. Wachsen die nicht im Keller? Ich dachte, die wachsen in so feuchten Gewölben. Ja, die meisten Champignons, die wachsen wahrscheinlich im Keller, also die wir zu kaufen kriegen. Hast du schon mal welche im Wald gesehen? Ich natürlich. Postet hier drunter, ob ihr schon mal Champignons... Nein, das ist ein Stadtkind, der hat noch nie Champignons oder irgendwelche anderen Pilze. Ich wusste überhaupt nicht, dass die im Wald wachsen. Wachsen die wirklich im Wald? Wusste ich nicht. Sehr schön. Jedenfalls hier gibt's, so sehen die aus, die Klöße, wenn ihr noch nie welche gesehen habt. Denkst du, die sind auch halb und halb? Oder? Also wenn sie gut schmecken sollen, müssen sie halb und halb sein. Nee, aber die Plüschklöße da. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob sie gut schmecken. Ich habe sie jetzt nicht probiert. Wir werden für euch die Plüschklöße probieren. Kommt nach Thüringen, sammelt Champignons im Wald, esst halb und halb Klöße und tut keine Semmeln rein. Nein, nein, nein. Nein, nein, das schmeckt nicht. Außer natürlich, es gibt eine Ausnahme. Man kann geröstetes Brot, kann man kleine Würfelchen machen und in die Mitte von dem Kloß machen. Quasi, das ist natürlich sehr lecker. Innen-Croutons. Aber nicht in den Teig rein. Ja, Innen-Croutons, genau, ja. Der Thüringer Innen-Crouton. Der muss vorher aber in Fett gebraten sein, ja, wie ein echter Crouton. Natürlich. Das muss in Thüringen so sein. Es muss irgendwas mit Fett sein. Tschüss. Tschüss, so sieht's aus.